Herzlich willkommen auf dem Audiotest-Magazin YouTube-Kanal. Im heutigen Video stellen wir euch den uns neuesten Flaggschiff-Plattenspieler, den DP3000NE, vor. Hierbei handelt es sich um ein Laufwerk mit Direktantrieb, welches für 2500 Euro erhältlich ist. Was Denons Flaggschiff so besonders macht, zeigen wir euch in diesem Video. Der DP3000NE symbolisiert Denons Wunsch nach der Wiederbelebung des Analogen. Und lasst uns eines vorwegnehmen: Er lässt unser analoges Herz auf jeden Fall höher schlagen. Der japanische Hersteller Denon kann auf eine beeindruckende Firmengeschichte zurückblicken, die bis ins Jahr 1910 zurückreicht. Mit dem legendären DP3000 hat sich das Unternehmen zudem einen Namen in Tonstudios und Radiostationen gemacht. Heute steht der DP3000NE in den Startlöchern, ein Plattenspieler, welcher das Erbe seines Vorgängers antritt und mit modernen Features überzeugt. Vom ursprünglichen Design des zagenlosen DP3000 ist nicht mehr viel übrig geblieben. Lediglich der markante Ring um den Plattenteller ist ein direktes Zitat aus der Vergangenheit. Das Echtholzfurnier aus Ebenholz verleiht dem Dreher dennoch eine zeitlose Eleganz. Der DP3000NE kommt ohne Tonabnehmer, ist sonst jedoch komplett samt Tonarm und Kunststoffdeckel. Der DP3000NE ist optisch ein absolutes Highlight. Die hochwertige Verarbeitung und das schicke Design sind in Realität nochmals beeindruckender, als es vielleicht durch die Kamera zu erahnen ist. Jedoch sieht er nicht nur schick aus, sondern ist auch gut durchdacht, wie man es zum Beispiel an den höhenverstellbaren, gut dämpfenden Füßen sieht. Zur Steuerung kommen zwei Knöpfe zum Einsatz, welche an, aus und die Geschwindigkeit regeln. Drückt man beide gleichzeitig, dreht sich der Teller übrigens in 78 RPM, was ja bekanntlich für Shellac-Platten genutzt wird. Im Lieferumfang befindet sich zudem dann doch ein recht leichtes Plattengewicht, was jedoch auch als Adapter für Singles fungiert. Unter der Haube des Plattendrehers verbirgt sich ein präziser Direktantrieb, der für eine gleichmäßige Rotation sorgt. Hier sehen wir, dass die Spulen des Motors direkt am Plattenteller angebracht sind, was für einen erstaunlichen Gleichlauf sorgt. Denon legt dem Plattenspieler außerdem eine schöne dicke Gummimatte bei. Der neu entwickelte S-förmige Tonarm misst 24,4 cm und bietet viel Flexibilität. Mit einer Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten kann man den Tonarm perfekt justieren. So kann man die Höhe der Tonarmbasis um satte 9 mm verändern, wodurch einem im Punkto Tonabnehmer und Tellermatte keine Grenzen gesetzt sind. Die Neuheit des Tonarms besteht darin, dass einige Maßnahmen getroffen wurden, um vertikale Spurfehler zu minimieren. Außerdem ist er über ein Blattfedergelenk schwebend gelagert. Dieses sogenannte Floating Pipe Prinzip minimiert Resonanzen und verbessert die Klangqualität. Der Tonarm verfügt über einen Bajonettverschluss für SME-Headshells. Somit ist der Tonabnehmer schnell gewechselt. Dem DP3000NE liegt außerdem eine schicke Headshell aus Aluminium bei. Im Klangtest überzeugt der DP3000NE durch seine Detailtreue und Ausgewogenheit. Ob es die Räumlichkeit eines Blues-Stückes oder die knackigen Transienten eines Jazz-Songs sind, dieser Plattenspieler liefert richtig ab. Der Denon DP3000NE ist mehr als nur ein Wiedergänger vergangener Tage, er ist eine Hommage an die analoge Ära mit einem Blick in die Zukunft. Sein puristisches Design, gepaart mit modernster Technik, macht ihn zum idealen Begleiter für jeden Vinylliebhaber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir unser Video gefallen hat, gefällt dir sicher auch die aktuelle Ausgabe der Audiotest 224. Denn dort gibt es den vollen Test zum Denon und viele weitere zu lesen. Bis bald!